Ursache. Seit einigen Tagen tourt ein Doppeldeckerbus durch Deutschland, der den Atheismus feiert und verkündet. Er ist Teil einer Gottlos-Glücklich-Kampagne, die nach den USA, Kanada oder Australien nun auch zu uns schwappt und unter anderem von der Giordano-Bruno-Stiftung unterstützt wird. Nachdem man bei uns ja sonst eher diskutiert, ob wir womöglich zunehmend vom Islam bedrängt werden, sind es auf einmal die Atheisten, die uns buchstäblich überrollen wollen. Auch beim Zwischenstopp in Düsseldorf. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit gibt es keinen Gott. Noch frecher als die englische wirbt die deutsche Buskampagne für ein zufriedenes Leben ohne Gott. Bei knapp 30 Millionen Konfessionslosen hierzulande stellt sich die Frage, warum muss für die Ungläubigen überhaupt eine Bresche geschlagen werden? Denn unsere Message soll lauten, Leute, wenn ihr nicht an Gott glaubt, wenn ihr ein religionsfreies Leben führt, dann seid ihr damit nicht alleine. Und ihr müsst euch für diese Weltanschauung keineswegs schämen. Es gibt 34% konfessionslose Menschen, wohingegen aber die Medienauftritte kirchlicher Vertreter sehr, sehr stark sind. Und man, wenn man die Welt sich in den Medien anschaut und in der Zeitung und so weiter, immer so den Eindruck hat, wir sind noch eine durch und durch christliche Gesellschaft. Diesen Eindruck will die Buskampagne korrigieren. Haltestelle Altstadt in Düsseldorf. Philipp und seine 7 Mitstreiter laden ein zur kostenlosen Stadtrundfahrt. Die Meinungen der Passanten zu dem Werbevorstoß sind gespalten. Das ist Kinderhumor. Das ist traurig. Und das ist gut, dass ich da keine Antwort drauf habe. Denn Gott ist größer als ich. Ich bin total klein. Mir ist Gott total egal. War provokant. Das ist halt direkt ins Auge gestochen. Finde ich eine gute Sache. Warum nicht? Es gibt so viele, die sich hinstellen und erzählen, Jesus liebt dich oder wie auch immer. Warum sollen sich nicht andere auch hinstellen und eben das Gegenteil behaupten? Ich sehe das so als persönliche Sache. Ich brauche da niemanden, der da noch drauf aufmerksam macht. Vor allen Dingen ist das kein Vorbild für die Jugend. So, und ich bin also ein bisschen enttäuscht, dass man sowas macht. Doch auch die Kirche macht sowas. Genau gegenüber antwortet sie Kess und wirbt nebenbei ganz routiniert anlässlich der Missionale für ihre Sache. Trotz leerer Kirchen hat Pater Manuel keine Angst, dass ihm die letzten Schäfchen durch die Kampagne davonlaufen. Die ersten Schäflein, das sind also unsere Obdachlosen, die ständig hier rundherum um unsere Kirche leben, muss man schon sagen. Und die kamen heute Morgen, als der Bus auftauchte, als erstes zu mir und haben gesagt, also Pater, das müssen Sie verbieten. Ich sage, ich habe hier überhaupt nichts zu verbieten. Das ist doch eine Provokation, kann man doch nicht machen. Also ich habe dann die Obdachlosen beruhigt und ihnen erzählt, die dürfen schon auch sagen, was sie meinen. Ulrich Schnabel erforscht die naturwissenschaftlichen Grundlagen der Religion. Er sieht die Kampagne als Teil einer gesamtgesellschaftlichen Entwicklung. Was diese Kampagne illustriert, ist, dass der Diskurs über Religion pluraler wird. Also wir haben nicht mehr nur evangelische und katholische Christen, wir haben mehr Spieler im Feld. Seit Erscheinen von Richard Dawkins Bestseller Gotteswahn bekommt die kleine Gruppe der sogenannten neuen Atheisten Aufwind. Ihre Stärke? Eine durchgestylte Werbestrategie. Ihre Schwäche? Das Fehlen eines konkreten Programms. Stattdessen pauschale Angriffe gegen die Kirche. Meines Erachtens sollten sich Vertreter von Religionen und Anhänger von Religionen schnellstens in etwas üben, was man Toleranz nennt. Und zwar gegenüber Andersgläubigen und vor allem gegenüber Nichtgläubigen. Es gibt einen Gott, es gibt keinen. Für Ulrich Schnabel geht die ganze Diskussion in die falsche Richtung. Die eigentliche Frage ist vielmehr, was verstehen wir denn darunter? Ja, also verstehen wir darunter irgendeinen älteren Herrn, der oben hinter Wolke 7 mit einem langen Bart sitzt? Also haben wir so ein ganz personales Gottesbild? Oder ist es nicht vielleicht eher ein Synonym für unsere Ideale, die wir mit uns herumtragen? Ja, also etwas, das in uns selbst liegt. Vielleicht ist es sogar so, dass ein aufgeklärter Christ mit einem Atheisten sehr viel mehr gemeinsam hat, als ein aufgeklärter Christ mit so einem ganz fundamentalistisch eingestellten Christen. Ob mit oder ohne Gott, letztlich geht es um Werte, auf die wir uns gemeinsam verständigen und für die wir in der Gesellschaft Verantwortung übernehmen. Dafür will die Buskampagne werben. Leider führt der provokante Slogan die Diskussion von diesem wichtigen Thema weg.